Die Maus ist das Modelltier in der Gesundheitsforschung. Und zwar schaffen wir es hier in der Mausklinik, einen standardisierten, systematischen Überblick zu bekommen, der uns Informationen zu allen Organsystemen in diesen Tieren gibt. Und das ist wichtig für die nächsten Erkenntnisse, für die nächsten Entwicklungen auch von Therapien oder auch von Diagnose. Seit rund 10 Jahren erforscht Professor Martin Rabede-Angelis mithilfe bestimmter Mausmodelle humane Erkrankungen. In der sogenannten Mausklinik geht er krankmachenden Veränderungen systematisch nach. Wir wissen heute, dass ein Großteil der Gene oder genetischen Elemente nicht nur eine Wirkung in einem Organsystem haben oder in einem Zelltyp haben im Körper, sondern in sehr, sehr vielen und durchaus auch unterschiedliche Funktionen dort wahrnehmen. Das ist deswegen so wichtig, wenn man Krankheiten besser verstehen möchte oder Therapien entwickeln möchte, muss man das erkennen, weil sonst ja, wenn ich in einem bestimmten Organ oder einem bestimmten Pathway oder Molekülgen etwas ändere, nicht weiß, was links und rechts alles passieren kann, wenn ich das ändere, dann habe ich natürlich ein Problem, kriege sogenannte Nebenwirkungen, die wiederum dann zum Ausfall so eines Medikaments führen können, schon in der frühen Entwicklungsphase. Es ist die genetische Nähe zum Menschen, die die Maus für die Gesundheitsforschung so ideal macht. Inzwischen kann Martin Rabede-Angelis mit seinem Team mehr als 550 phänotypische Parameter anhand standardisierter Mausmodelle vergleichen. Dieser systemische Ansatz war die erste Stufe in der Mausklinik. In der zweiten Stufe haben wir es jetzt geschafft, in der Mausklinik 2 auch die Umweltfaktoren, was ja ein wichtiges Thema auch dieses Zentrums ist, die Umweltfaktoren mit ins Experiment einzubeziehen. Das heißt, wir haben uns die 5 großen Bereiche von Umweltfaktoren herausgesucht, die wohl den stärksten Einfluss auf die Gesundheit des Menschen haben. Das ist zunächst mal natürlich Ernährung, das ist Bewegung, das sind Infektionen, das ist aber auch Stress und das ist Luft und die Zusammensetzung der Luft. Bei allen Studien hat der Tierschutz oberste Priorität. Jeden Versuch muss die Regierung Oberbayern genehmigen. Dabei sind die meisten Experimente nicht invasiv. Eines der Beispiele hier aus dem Zentrum, wo wir natürlich unsere Arbeiten nutzen können in der Mausklinik, ist die Diabetesforschung. Und die Diabetesforschung ist spannenderweise halt nicht nur auf die Bauchspeicheldrüse bezogen oder auf die Muskelzellen oder Fettzellen, sondern hat auch einen Link zur eine Verbindung zu Verhalten, zum Gehirn. Und insofern wieder ein ganz systemisches Problem, was wunderbar auch in der Mausklinik bearbeitet werden kann. Der Forscher leitet am Helmholtz-Zentrum München die Mausklinik und das Institut für experimentelle Genetik. Gemeinsam mit seinen Partnern hat sich Professor Rabede-Angelis der Erforschung von Volkskrankheiten verschrieben. In Deutschland spielen wir im Rahmen des nationalen Genomforschungsnetzes eine wichtige Rolle, wo ja auch die verschiedenen Krankheitsgebiete erforscht werden. Und dort haben wir viele Partner, von denen durchaus sehr, sehr viele Modellorganismen untersucht für den Bereich Krebs, für den Bereich Infektionen, für den Bereich selbst bis zur Sprachentwicklung, also neurologische Dinge, wo wir sehr spannende Dinge herausfinden konnten, durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Mausklinik.